Servus Leute, was geht? Willkommen auf meinem Kanal zurück von Verena auf Edusaya mit dem Song Warum. Ich bin sehr gespannt. Wie machst du keine Musikexperte? Machst du Spaß und der Freude? Der Kinofilm geht weiter. Ich bin gespannt. Los geht's jetzt. Er wird weggezogen. Er verliert seine Mütze. Wo fährt er hin? Ich finde auch die ganze Story sehr krass, dass er sich so viel Gedanken macht in seinen Videos und wie er das Ganze so rüberbringt. Das zeichnet ihn auch so als, ja, als Talent aus, sage ich mal, dass er einfach krasse Ideen hat. Ich hasse es, wenn sie Fragen stellt, ich weiß nicht wieso. Ich glaube, weil ich meine verdräng. Krasser Einstieg. Er hasst es, wenn sie Fragen stellt und er weiß nicht wieso. Ja, es ist oft so, wenn man Sachen gefragt wird und man Sachen verheimlichen will, dann bleiben die halt immer da, wo sie halt bleiben sollen. Ich darf nicht stolpern, ich bin gerade zu hoch. Und ich bild mir ein, ich bleib wie ich bin. Hasse, wenn sie Fragen stellt, ich weiß nicht wieso. Ich glaube, weil ich meine verdräng. So geht es halt vielen Leuten, die Sachen verdrängen. Also ich denke, er kann davon ein Lied singen, macht er gerade mit dem Song Warum. Hasse, wenn ich bin gerade zu hoch. Und ich bild mir ein, ich bleib wie ich bin. Mein Therapeut, ich werd wahnsinnig. Ich weiß nicht. Der Typ mit der Kapuze, ist das jetzt auch so ein Dämon? Also man hat bei dem Lied Bitte hilf mir die Dämonen gesehen, von denen er nachts irgendwie da halt so abgeht. Und ist das jetzt auch so ein Dämon symbolisiert? Schreibt's in die Kommentare rein. Was wird passieren? Was wird passieren? Keine Ahnung mehr, was Phase ist. Will ihr raus, doch gibt nur eine Tür. Unbekannte meint zu mir, dass ich kaum noch etwas sage. Ich meine alles so wie früher. Keine Ahnung, was ihr labert, aber spür. Irgendwie wurde ich taub über die Jahre, Mann. Und bin ich mal mit dir, stellt sie wieder diese Fragen, warum. Okay, ihr verblutet. Und auch wieder so Gitarrenmatch angehaucht. Und muss wirklich sagen, Edusaya ist ein Künstler, der mich so ein bisschen in den Bann gezogen hat, sage ich mal. Also am Anfang habe ich ihn jetzt nicht so gefeiert, aber es ist auch so eine, wenn man einmal Edusaya angefangen hat zu hören, dann und checkt, was er alles macht und was er alles, für was er steht und alles, dann ist das wie so eine Art Sucht, dass man halt wissen will, wie es weitergeht, beziehungsweise einfach unfassbar talentierter Künstler. Redest du so wenig, erzähl mir aus deinem Leben alles grau. Keine Themen, sitz im selbstgebauten Käfig. Fühl nur noch auf Teilung, ich lüge, ich würde bleiben. Und dann brech ich weiter Herzen, einfach so aus Langeweile. Aber mein... Er bricht Herzen aus Langeweile und der Typ ist immer noch da, obwohl er ihn erschossen hat. Was geht da ab? Meistens hab ich keine, meist bin ich auf Reisen. Scheiße, Geld ist kein Problem mehr, aber Zeit für mich alleine. Weißt du, was ich meine? Weil ich weiß nicht, was ich meine. Will es lassen, dabei hasse ich mich eigentlich am meisten. Und ich hasse, wenn sie Fragen stellt. Alter, das ist der selbst. Er hat vor dir selbst Angst. Anscheinend. Er ist sein eigener Dämon. Damit hätte ich ja irgendwie gar nicht gerechnet jetzt irgendwie, aber irgendwie fühle ich's. Ich weiß nicht wieso, ich glaube, weil ich meine verdräng. Ich darf nicht stolpern, ich bin gerade zu hoch. Und ich bin mir ein, ich bleib wie ich bin. Hast du, wenn sie Fragen stellt, ich weiß nicht wieso. Ich glaube, weil ich meine verdräng. Die höheren Gitarrentöne gefallen mir sehr gut. Es gibt den ganzen so ein bisschen Pep rein. Und der wird wieder lauter. Ich denke nicht, dass er gleich rumschreien wird oder so, aber die ganze Stimmung in dem Video, die Atmosphäre, zieht einen schon in den Bann mit dem Beat. Ich darf nicht stolpern, ich bin gerade zu hoch. Und ich bin mir ein, ich bleib wie ich bin. Mein Therapeut sagt, ich werd wahnsinnig. Ich weiß nicht, was gerade passiert. Er hat einen Therapeuten? Okay. Keine Ahnung mehr, was Phase ist. Will ihr raus, doch kommt nur eine Tür.
erster Song. Die Hook gefällt mir sehr gut, sehr aussagekräftig und sehr prägnant in seinem Dasein. Und jetzt will er sich selbst anzünden. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Aus dem fängt es an, sie dazu rasen, an den Dogen wie auf Rocks. Und dann kommen wieder die Fragen, was ein Augenblick nicht stoppt. Lunge pfeift, Paranoia, Kickenrauche, zu viel Lot. Wie das Schweißattacke, Zeigerratten, brauche wieder Stoff. Bin ich glücklich oder nicht, will ich raus aus meiner Haut. Das ist alles zu verrückt, ich muss laufen um den Block. Drop der Haken, kommt und denk ich, warum glaub ich das auch noch? Warum baue ich ein und hau ihn, weiß genau, ich geh. Sehr tragender Beat, sehr tragend. Also was der Konflikte mit sich selbst anscheinend hat und dann nach außen trägt und damit die Sachen verarbeitet. Krass. Sehr nachdenklicher Yedusaya. Von der Welt gefickt und elterlich ist auch eine Menge Hass. Man wird älter, ich erzähl nur von mir selber noch auf Song. Ich hab gelernt, nicht zu vertrauen, weiß es besser, aber ja. Mache Business, fick auf Bitches, bleib für mich und bleib on top. Sag ich's wirklich an. Flowmäßig. Also seine Stimme ist einfach legendär, sehr verraucht, sehr kaputt, so, also richtig krass, richtig, ja, man hört richtig raus, dass er so oft viel geschrien hat und so. Das Shit ist alles nicht so wie er hofft. Gespannt auf das Album. Das soll, glaube ich, ja ein Doppelalbum werden. Will ich mir definitiv gönnen. Definitiv. Wird viel wie immer alles verlinken, weil gute Künstler muss man unterstützen. Jetzt zieht er dich an. Der Film geht weiter. Der Film geht definitiv weiter. Er zündet jetzt sich selbst an. So Leute, das war's mit dem Video. Das Video war sehr, sehr krass, muss ich wirklich sagen. Ich würde mir gerne die Kommentare reinschreiben, kommentieren, abonnieren, auch sehr gerne gesehen. Ich würde sagen, sehen wir uns in den nächsten neuen Videos. Dann macht's gut. Ciao.